Einst stand er selbst hier in der Zürcher Fankurve. Heute die Rückkehr in den Letzigrund. David da Costa will endlich wieder einmal siegen. Er und die Luganesi blicken auf einen September ohne Super League-Sieg zurück. Genauso übrigens wie Uli Fortes FC Zürich. Sein Team nach 10 Minuten mit Brunner beim Einwurf. In der Mitte Rodriguez. David da Costa muss erstmals eingreifen. Hat ohnehin einiges zu tun zu Beginn, denn es spielt vornehmlich der FC Zürich. Nach 20 Minuten Roberto Rodriguez beim Eckball. Und schon ist David da Costa ein erstes Mal geschlagen. Und zu allem Überfluss auch noch von einem Mitspieler. Fabio Daprela ist der Unglücksrabe. Provoziert hat dieses Tor Rafael Dwamena. Der wird von zwei Tessinern so arg bearbeitet, dass die gar keinen Blick mehr für den Ball haben. Schon wieder Ungemach für Pierluigi Tami und der FC Zürich zementiert seinen Ruf als Team für Standards. Die Hälfte ihrer 10 Saisontore haben die Zürcher nach ruhenden Bällen erzielt. Und nach diesem Rempler Neff folgt nach 30 Minuten gleich der nächste Dwamena beim Freistoß. Schrammt hier nur haarscharf an seinem ersten Tor seit dem 23. Juli vorbei. Zürich hat alles im Griff, nach 35 Minuten aber Lugano mit dem Nachweis für die durchaus vorhandene spielerische Klasse. Mattia Bottani scheitert erst an Andres Vanins. Diese Aktion ein kleiner Mutmacher, auch für die aufrechten Lugano-Anhänger unter den 9200 Zuschauern. Zur Pause führt der FC Zürich aber mit 1:0. Besser aus der Kabine kommen dann wieder die Hausherren. Die machen das Spiel schnell mit Michael Frey. Traumtor nach 51 Minuten und bei Frey muss alles raus. 5 Spiele lang blieb der Stürmer ohne Treffer. Nun die Erlösung. Und schöner hat er wohl selten getroffen. Der FC Zürich nun beschwingt mit Torschütze Frey und Paulsson verfehlt seinen ersten Treffer in der Super League nur knapp. Paulsson kurz darauf in der Rückwärtsbewegung Lugano kommt mit Gernt und eine Glanztat von Vanins nach 71 Minuten. Alexander Gernt vergibt die beste Lugano-Chance des Spiels. Ja, guter Rat ist teuer bei Pierluigi Tami und Walter Samuel, auch weil Präsident Renzetti endlich wieder einmal ein Erfolgserlebnis präsentiert bekommen will. Nun, heute kriegt er das nicht. Nach 89 Minuten folgt dafür ein Tessiner Offenbarungseid. Bamodou, das geht alles viel zu leicht. Bamodou trifft zum ersten Mal im Dress des FC Zürich. 3:0. Bamodou sorgt für den Endstand in dieser einseitigen Partie. Zürich feiert in der Super League den ersten Sieg seit dem 10. August.